Angst-Multi ausschalten. Da. Und dahin. Okay. Verstehe. Konfiguration 2 von 4. Schleiche dich immer mit 3 Gegnern heran, um das Multi-Ausschalten zu verwenden. Fehlgeschlagen? Warum? Weil es nicht unbemerkt war, oder was? Hallo? Hm. Ach, das geht von hier aus? Okay. Das ist natürlich theoretisch eine vereinfachte Version von malen Konter ausschalten und sowas. Und sieht wesentlich cool aus, weil Slow-Mo, alles sieht in Slow-Mo cool aus. So, wo sind sie jetzt? Sie sind da. Machen wir den hier. Mal sehen, ob das so klappt. Achso, weil sie nicht alle beieinander waren oder was? Hallo, da, da. Zu weit weg. Okay. Und da hinten. Okay, da muss ich üben, damit das dann vernünftig funktioniert. Aber wenigstens haben wir hier einen Skillpoint bekommen, den wir theoretisch mal verwenden könnten. Bei Gelegenheit, eventuell, möglicherweise, ich habe keine Ahnung. So, und hier haben wir noch weitere... Ach du Scheiße, das sind ja viel zu viele von den Trainingsdingern. 3 Schützen, 1 Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Schlag aus den Schatten heraus. Ja, komm, wir gucken die mal kurz an. Das sind Tutorial-Missionen. Sie dauern jetzt auch nicht so lange, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Was genau sollen wir? Hallo. Und ausschalten. So, und hier einfach mal so. Simulation abgeschlossen. Das ging simpel. Das ging wirklich sehr simpel. Und wenn wir dafür jetzt auch noch... Ja, natürlich kriegen wir dafür auch nochmal einen Punkt. Dann kann man das mal eben schnell machen. Was haben wir hier? Schleudere Gegner durch die Luft, sodass sie um Gnade, wenn sie dann zurückbleiben... Und sieht immer versteckte Defensivfähigkeit. Ja, okay. Das wird super. Wow. Okay. Ich verstehe. Damit kann ich dann ein bisschen die Gegner auf die anderen Gegner rumschleudern. Eventuell möglicherweise. Wenn ich den unbedingt möchte. Auch nur vielleicht. Und auch nur manchmal. Sieht doch gut aus. Ganz simple Skillpunkte. Nehme ich gerne. So, hier haben wir. Beherrscht den Himmel mit Hilfe des Greifhakenschubs MK2. Ah, wird schon. Wow. Ja, aber das hätte ich jetzt nie und nimmer gemacht, so.
Okay. Wohin? Gleite 60 Sekunden lang, ohne den Boden zu berühren. Ja. Fehlgeschlagen. Super. Weil er auch nicht das gemacht hat, was ich eigentlich von ihm wollte. Können wir das nochmal machen? Macht er jetzt gerade nicht. Jetzt. Simulation aktiviert. So. Nein. Nein. Okay. Das war's. Simulation fehlgeschlagen. Wiederholen. Das mit B. Simulation aktiviert. So, jetzt aber. Und dann jetzt noch 60 Sekunden lang hier rumdingsen. Das kann ja heiter werden. Im Moment klappt es relativ gut. Im Moment. Das kann sich natürlich schnell ändern. Aber im Moment. Jetzt eine Minute in der Luft bleiben und über halb Gotham kreisen. Ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's irgendwann. Vielleicht, möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Ich glaube, ich schaff's irgendwann. Noch 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Yay, nicht den Boden berührt. So. Geht doch. Kriegen wir dafür auch nochmal einen Skillpunkt. Können wir auch nochmal irgendwo reinsetzen. Und dann haben wir jetzt aber noch ein, zwei Dinger. Ne, nur noch das hier, ne? Genau. Müsste eigentlich nur noch das sein. Simulation aktiviert. Blick auf den Straßenabschnitt in der Nähe, um das Batmobil zu rufen. So, dann müssen wir ein bisschen beschleunigen und uns dann rauswerfen, ja? Okay. Das ist ja vom Grundprinzip her jetzt nicht so schwierig und auch nicht so schlecht. Ich muss das nur noch auf die Kette kriegen. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Batmobil rufen. Ja, ich mache schon. So. Okay. Nein, ich wollte es Ihnen nochmal wiederholen. Nein. Muss ich das eben nochmal machen? Ach komm. Ja, komm. Jetzt ist zu spät. Ich muss eh fliegen üben. Fliegen üben ist ja so eine Sache, ne? Ich gewinne an Höhe, an Höhe, an Höhe. Und jetzt hat es aufgehört mit der Höhe. Bitte warten, bitte warten. Oh, ist ein bisschen tief. Aber es ging gerade noch. Ja, das ist natürlich toll. Kann ich hier nicht irgendwo... Hier... Nein? Warum hat er es denn eben jetzt hier... Nein, egal. Kann ich das... Kann ich das abschlagen? Abbrechen? Ich hab's jetzt einmal schon gemacht. Ich krieg auch einen Punkt. Okay. Mission abgeschlossen. Sehr schön. So. Dann kann ich theoretisch hier nochmal ein bisschen was skillen. Was ist das? Achso, das sind die Dinger. Ja, nö.
Bedsuit. Natürlich hier nochmal ein bisschen was in das. Was ist das? Widerstand gegen Nahkampfangriffe. Ja, ist auch nicht verkehrt. So. Ich habe noch einen Punkt, den kann ich hier Greifhaken ausschalten. Ja, weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dann gehe ich lieber hier in Kampf. Mache hier mehr Stärke oder sowas. Schadenskraft verdoppeln. Klingt doch nicht verkehrt. So. Dann wollen wir jetzt aber mal. Eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich. So. Und nochmal. Sehr schön. Also das habe ich jetzt drauf, so ein bisschen. Mann, ich habe ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Ich werde Scarecrow finden. Irgendwann. Die Frage ist nur, wann. So, jetzt hier einfach raus. Hallo? Ich habe Tür öffnen gedrückt. Noch nicht. Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Ach so. Oracle, der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Gut. Frage ist nur, wo lang? Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Okay, Mikrowellenempfänger, Gedöns-Funkempfänger. Aha. Nein, falsche Richtung. Aha. Was ist das da? Quelle geordnet. Funkübertragung. Da ist aber auch was. Da ist was. Was sind das Orangen da? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist was ganz gravierend Leuchtendes. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Das ist irgendwie schon fast Jim, ersichtlich. Das Toxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Na, ich weiß ja nicht. Also irgendwie, da hätte man theoretisch auch ohne Frequenzmessung mal nachgucken können. Nur theoretisch. Warum auch immer er jetzt hier so einen Ausschweifer nach rechts gehabt hat, ich habe keine Ahnung. Aber ist ja nicht schlimm. Ist halt so, ne? Ja, ja, Scarecrow. Komm du mir mal nach Hause. Ich hab dich schon mal bezwungen. Schon mehrfach. Und Batman sowieso. Ist so. Ist wirklich so. Wir sind bald da, wir sind bald da, wir sind bald da. Ich habe ja sonst im Moment keine Mission. Nö. Dann ist ja gut.